Hallo, hier ist der Helmut Kiss. Bin Arzt im Ruhestand und mache seit März, machen wir hier diese Samstagskundgebung, um zu protestieren gegen die Politik unserer Regierung. Und heute stehen wir wieder hier, um angesichts der militärischen Völkerrechtsverstöße, insbesondere der westlichen Wertegemeinschaft, auch Deutschlands und den dadurch bedingten massenhaften Flüchtlingen, zum Beispiel Bomben auf Jemen, der Zerstörung der Umwelt und den Klimagefährdungen, siehe Hambach, und dem Sozialabbau in Deutschland, siehe Pflege- und Leiharbeit. Wir wollen dagegen protestieren, und zwar heftigst protestieren. Und wir machen Vorschläge zur Änderung, was man ändern könnte, was relativ einfach zu machen wäre. Natürlich nicht politisch ist es nicht einfach, aber technisch ist es relativ einfach. Wir wollen um des Friedens willen, dass die Regierung sich streng an das Völkerrecht halten. Das ist erstmal die Voraussetzung, damit keine Kriege passieren. Die Charta der Vereinten Nationen wurde geschaffen, damit keine Kriege passieren. Also von daher brauchen wir eine UNO, die sich streng ans Völkerrecht hält. Und da ist Deutschland besonders wichtig, hat ja den letzten Krieg verursacht und hat davon daher auch eine Bringschuld sozusagen. Und das heißt, dass sich Deutschland gegen das Völkerrecht ausgesprochen hat, im Jugoslawienkrieg, im Syrienkrieg, ist halt eine große Katastrophe. Wir wollen also, dass wir uns wieder streng ans Völkerrecht richten, und wir sollten die anderen Länder um Entschuldigung bitten, wo wir uns daran beteiligt haben. Wir sollten aus der NATO austreten. Die NATO ist auch eine Katastrophe, weil sie lauter Angriffe führt, obwohl sie theoretisch eine Verteidigungsgemeinschaft ist. Aber sie führt ständig Angriffskriege. Wir sollten aus der NATO austreten. Die OSZE reicht. Die OSZE ist viel besser. Die ist von Brandt gegründet worden, also von Brandt und anderen und Barr und so weiter, jedenfalls in großen Verhandlungen gegründet worden. Und die ist sozusagen für Europa das richtige Instrument, um Frieden zu schaffen. Wir sollten zum Schutz unserer extrem gefährdeten Umwelt einen schnellen Umbau unserer fossilen Energieerzeugung hin zu Erneuerbaren durchführen. Und wir sollten die Vergiftung der Welt kraftvoll bremsen. Vermüllung, Vergiftung, also es gibt ja 100.000 Chemikalien und so weiter. Also es gibt alles Mögliche an Schäden. Ja, hallo. Ja, wir sollten zur besseren Funktion unserer Wirtschaft krankhafter Reichtum ist also alles, was über 1 Milliarde ist, ist offensichtlich krankhaft. Krankhaften Reichtum durch kraftvolle Vermögens- und Erbschaftssteuern abschöpfen. Das ist natürlich mit unserer Politik schlecht zu kriegen, aber man muss es halt machen. Also Europa muss den Reichtum abschöpfen, dann haben wir genug Geld für die anderen Geschichten. Wenn wir Kriege vermeiden und Reichtum abschöpfen, haben wir genug Geld. Wir sollten als EU gerechte Handelsverträge mit wirtschaftlich schwachen Staaten schließen. Im Moment werden ja ungerechte Wirtschaftsverträge geführt, die den Schutz von gefährdeter Agrarproduktion und Industrie ermöglichen, dass sie nicht dadurch, gut, okay. Wir sollten unsere Massentierhaltung bremsen und die Einführung von Futtermitteln aus dem Süden stoppen. Da wird Soja eingeführt und so weiter, Gensoja, also alles ungesundes Zeug. Damit werden unsere Kühe und unsere Schweine gefüttert. Das ist auch alles nicht so gut. Aber jedenfalls, okay. Also das waren erstmal unsere Vorschläge. Und unser Protest wollte das erstmal geäußert haben. So, wer könnte sich vorstellen, jetzt irgendwas auch was zu sagen? Ist jemand bereit? Okay. Ja, ich bin der Reinhard Schmidt, ein Konstrukteur im Ruhestand. Und man macht sich eben auch so seine Gedanken. Täglich, wenn man sich sein Handy anguckt und die sozialen Medien anschaut, dann sieht man wieder, dass zum Beispiel in der Ukraine
dass Minsker Abkommen zum Stoppen gebracht wird, dadurch, dass jetzt wieder Bugraketen zum Donetsk-Becken transportiert worden sind. Und 12 Anlagen, 10 Anlagen sind Raketenwerfer für schwere Artillerie. Das sind ein Kaliber 220 Millimeter. Und in Norwegen, da sind wieder 50.000 Mann. Die machen 20 Übungen gegen Russland, Verlegung von schwerem Kriegsgerät und verbrauchen dann natürlich sehr viel Ressourcen und spielen im Grunde genommen einen Sandkastenkrieg, nur um ihre Existenz zu rechtfertigen. Das ist auch ein Grund, warum Ressourcen verbraucht werden, auch in der Ukraine zum Beispiel. Da ist jetzt ein Manöver, der Himmel der Ukraine wird im Grunde genommen jetzt von einem Manöver mit 50 Flugzeugen aus der NATO, oder gibt es ein Manöver mit 50 Flugzeugen, die ukrainische Luftwaffe selber ist im Grunde genommen gar nicht mehr einsatzfähig und wird jetzt trainiert, um die abgelegten Flugzeuge aus der NATO zu übernehmen, damit die wieder neue Mittel investieren können, Geld ausgeben können. Deswegen sage ich, unser Engagement in der NATO ist überflüssig und deswegen sollten wir da austreten. Danke. Was den Frieden betrifft, da möchte ich sagen, sind auch soziale Dinge sehr wichtig. Wie ich jetzt am eigenen Leibe erlebt habe, durch einen Fußbruch, habe ich erstmal die Gesundheitsreform richtig kennengelernt. Man wird in 0, nichts durch die Fellpauschalen aus dem Krankenhaus entlassen und hat dann hinterher sehr, sehr viele Kosten am eigenen Leibe. Es wird auf eine ekelhafte Art und Weise gemacht. Die Kranken, die werden so unter Druck gesetzt, finanziell Einbußen zu haben. Da kommen mal ruckzuck 1.000 Euro zusammen, wenn man Patenpflege alles zusammenrechnet, wenn man mit einem gebrochenen Bein zu Hause liegt. Und auch die Medikamente, die man so braucht, die man früher mal vom Krankenhaus geschrieben hat, die kann man zumindest die Zuzahlung selber bezahlen. Und aus dem Grunde habe ich jetzt mal zum Bundestag geschrieben, habe die ganzen Dinge, die nicht so schön sind, wodurch das Soziale schon alles nicht mehr stimmt, da mal berichtet und gefordert, dass sie sich das nochmal genau überlegen, ob da nicht Änderungen möglich sind, damit man wieder sozial behandelt wird und nicht möglicherweise mit 1.000 Euro mal eben dabei ist, wenn man zu Hause im Bett liegt mit dem gebrochenen Bein. Und die Risiken sind auch ganz schön hoch, wenn man zum Beispiel Single ist und niemanden hat, der sieht, wenn man stürzt oder ähnliches, weil man auf Krücken läuft. Also es muss was getan werden. Auch die Medien sind informiert, vielleicht lesen sie demnächst was in den Zeitungen oder sehen was im Fernsehen. Zum Sozialen habe ich auch noch einen kurzen Beitrag. Und zwar heute ist eine große Demo in Berlin, die heißt Unteilbar. Aber Unteilbar sagt nichts aus über die Teiler, die uns in Arm und Reich teilen. Die Verantwortungsübernehmer oder auch unwillige Diktaturen, die bombardiert oder Regime geschehen werden müssen, weil sie in der amerikanischen Suprematie, weil sich die amerikanischen Suprematie nicht beugen, die uns teilen, und dazu gehören Verschwörungstheoretiker in christlich-ausländischer Tradition stehenden und Islamisten in der Kultur teilen. Das ist ein Manko, den ich sehe.
Weil wenn ich an der Diagnose mit an den, ja, wenn ich rumdoktere und nicht die Ursache erkenne und dagegen vorgehe. Danke. Guten Morgen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Mein Name ist Brigitte Konstein-Gülde. Ich wohne hier am Rande der Innenstadt und habe hier schon oft gesprochen. Heute haben wir wunderbares Wetter, Hiroshima-Wetter, wie ich zu sagen pflege. Und ich habe noch mal mein Sommerkleid rausgeholt und bin dabei, Flyer zu verteilen. Heute läuft es richtig gut. Fast jeder Flyer wird mir abgenommen. Das ist nicht immer so. Und eine Aussage ist mir sehr im Gedächtnis geblieben, die ich vor einigen Wochen zu hören bekam, als ich einen Flyer abgeben wollte. Wir wollen die Sonne genießen. Ja, und genau aus dem Grunde stehen wir hier, weil auch wir die Sonne genießen wollen und dazu beitragen, dass wir das weiterhin tun können. Am 8. August 1945 morgens um 10 Uhr bei einem Wetter wie diesem, strahlend blauer Himmel, kein Wölkchen daran, wurde die erste Atombombe über Hiroshima abgeworfen. Das waren katastrophale Folgen. Und jetzt stellen Sie sich mal vor, wir gehen hier gemütlich durch die Stadt, denken an alles, nur nicht an Krieg und schon gar nicht an eine Atombombe. Und das wollen wir verhindern. Wir möchten immer wieder darauf aufmerksam machen, dass es eine große Gefahr ist, egal welcher Krieg irgendwo ist, in Syrien, im Jemen, was im Moment fallen mir nicht mehr dazu ein. Das sind alles Kriege und da sagen wir, die sind weit weg. Na, so weit weg ist das in der heutigen Zeit nicht. Wir sind ja viel oder die meisten von uns sind über E-Mail vernetzt und wir können ganz schnell Informationen austauschen. Heute Morgen habe ich Glückwünsche verschickt nach Spanien und dachte noch, wie toll, dass die sofort ankommen. Wenn ich an früher denke, an die gute alte Post, die wir ja auch noch haben und die manchmal auch ganz nützlich ist, dann musste ich schreiben, es zum Briefkasten bringen, eine Briefmarke möglichst vorher auch noch passend haben mit dem richtigen Geld. Und dann hat es mehrere Tage gedauert und heute sind es Sekunden. Und so schnell wie eine E-Mail kann auch ein Krieg zu uns kommen, in Sekunden. Und dessen sollten wir uns bewusst sein. Und wir brauchen ganz viele aktive Menschen, die bereit sind, etwas für den Frieden zu tun. Die bereit sind, dafür mitzuarbeiten, dass wir hier samstags wieder bei Sonnenschein und da hinten sehe ich einen großen Luftballon am Himmel, bei Sonnenschein spazieren gehen können und uns daran freuen. Und damit wir uns nicht in irgendwelchen Kellern verkriechen müssen, was ja ohnehin nichts nützt. Ich war kürzlich bei Bekannten, die hatten einen eigenen Atombunker. Ja, ist ja toll, hört sich gut an. Nur was ist, wenn es vorbei ist? Die müssen ja wieder raus. Ja, und das geht nicht. Das geht für viele Hunderte oder Tausende Jahre nicht. Da so kann ich gar nicht denken in dieser Größenordnung. Und ich denke, die wenigsten von uns können so denken. Und deshalb erlebe ich ganz oft eine gewisse Gleichgültigkeit. Und das ist schade, das wollen wir hier ändern. Wir wollen ganz viele Menschen bewegen, mitzuarbeiten. Deshalb stehen wir hier. Ja, zunächst mal herzlichen Dank. Ich wollte noch mal vielleicht was sagen zu dem Thema Reichtum, Armut. Warren Buffett hatte gesagt, was ist das Wichtigste in der heutigen Welt? Er sagte, der Krieg gegen Reich gegen Arm.
Und wir, die Reichen, gewinnen ihn zurzeit. Und das ist auch wahr. Der Reichtum ist eben nicht etwas, was der Wirtschaft nutzt, was die Menschheit voranbringt, sondern die Menschheit kommt voran durch ihren Erfindungsreichtum, aber das bremst der Reichtum, das bremst die Bremsen, also verschiedene Mechanismen. Und das alles ist eine große Ablenkung. Also wir werden ständig abgelenkt. Die Kämpfe links gegen rechts und so weiter sind alles Ablenkung. Und wir müssen versuchen, diesen Reichtum, diese Reichtumsproblematik zu beenden. Das heißt, wir müssen die reichen Leute weniger reich machen. Also 100 Millionen reichen auch, um relativ gut zu leben. Und das auch reichen auch als Motivation für Leute, richtig zu arbeiten. Also wenn das Geld ist sicherlich eine wichtige Motivation zu arbeiten, obwohl es eben auch andere Motivationen gibt, die noch wichtiger sind. Aber Geld ist eben auch eine wichtige Motivation. Von daher ist eine unterschiedliche Bezahlung für aber unterschiedliche Leistung durchaus angemessen. Aber es ist eben völlig grotesk, wie das heutzutage läuft. Die richtig reichen Leute leben ja überhaupt nicht mehr von ihrer Arbeit. Die leben ja von ihren Zinsen. Die leben von ihren Aktien. Die leben von ihrer Aktienvermehrung und so weiter. Das ist alles ungesund. Wir müssen da etwas gegen tun. Und diese Ablenkung ist eben ein großes Problem. Okay, das war's. Okay. Ein Problem direkt dazu sind die Zeitarbeitsfirmen, die Sondertarife haben, weitaus geringer als für die Arbeiter, wenn sie direkt eingestellt wären, selber. Im Grunde machen die Zeitarbeiter oder die Zeitarbeitstarife den Normaltarifen so Konkurrenz, dass es bald gar keine normalen Tarife mehr gibt. Da fragt man sich doch, wo wir sind. Und verrückt ist, dass beides von den Gewerkschaften ausgearbeitet wird. Auf der einen Seite wird geprahlt, wir machen euch die guten Tarife, und auf der anderen Seite unterwandern sie die Tarife. Das kann es einfach nicht sein. In welchem Land sind wir hier eigentlich? Ich wollte noch mal auf Büchen aufmerksam machen. Da lagern ja die Atombomben, die von der USA eingelagert wurden, die auch Deutschland im Fall eines Einsatzes bei Notwendigkeit benutzt werden können. Da gab es schon mal eine Übereinkunft, dass die Atomwaffen raus sollten aus Deutschland. 2010 war das wohl, Westerwelle damals. Ist aber nie umgesetzt worden. Und jetzt wird angestrebt, diese Atomwaffen zu modernisieren. Das ist bei den Koalitionsverhandlungen unter der Decke geblieben. Kam jetzt raus, Frontal 21 hat was dazu gesagt. Und zwar gibt es eben, die Modernisierung bedeutet, dass die lenkfähig gemacht werden, dass sie eben meter genau treffen können auf ein Ziel und dass die Ladung verkleinert wird. Es ist die Größe, die Sprengkraft wird verkleinert. Es ist aber so, dass die Sprengkraft oder beziehungsweise die Menge größer ist wie die der Bomben, die in Hiroshima und Nagasaki eingesetzt wurden, und dass auch die Wirkung vergrößert wird. Die ist ungefähr 20 Mal größer wie die damals in Hiroshima. Und das ist ungesund. Normal, die müssen von unserem Gebiet, von Deutschland, von deutschem Gebiet entfernt werden. Danke. Ja, ich will noch mal was sagen zu der politischen Situation in Deutschland. Dass Sarah Wagenknecht sagte, dass die Bevölkerung eine soziale Politik will, das Parlament will leider diese soziale Politik nicht mehr. Das ist eine Differenz, obwohl das Parlament von der Bevölkerung gewählt wird, ist da irgendwie ein Sprung. Also irgendwie das Parlament macht nicht mehr soziale Beschlüsse, sie fahren das Sozialprogramm zurück. Die SPD hat beschlossen Hartz IV und so weiter, also Katastrophe. Unter der Regierung von der SPD ist das passiert. Also von daher ist das eben
Das ist irgendwie eine Differenz, deswegen gibt es ja diese Aufstehbewegung jetzt, weil man versucht damit einen Druck von außen auf die Parteien auszuüben, dass die Parteien wieder sozialer werden. Und denn seinerzeit war es so, dass die Grünen waren pazifistisch, kaum sind sie an die Regierung gekommen, schon haben sie einen Krieg geführt gegen Jugoslawien mit Deutschland zusammen und mit der NATO zusammen. Die SPD war sozial überwiegend, unter Schröder plötzlich wurde sie unsozial und hat eben dann beschlossen Hartz IV und Agenda 2010. Also von daher ist es eine große Differenz zwischen den Aussagen der Partei, zwischen den Parteiprogrammen, zum Beispiel die Parteiprogramme oder vor den Wahlen, vor den vorletzten Wahlen wurde gesagt, dass die Mehrwertsteuer eine äußerst unsoziale Steuer von 16% auf 18%, sagte die CDU, gehoben werden sollte. Die SPD sagte, nein, wir wollen keine Mehrwertsteuerveränderung. Dann sind sie gewählt worden, dann kam es zu einer großen Koalition und dann beschlossen sie die Mehrwertsteuererhöhung auf 19%. Also sie haben dann die Aussagen seinerzeit völlig umgedreht, von daher völlig explodiert. Also von daher, die Parteien verhalten sich leider unsozial, auch wenn sie sozial tun. Und von daher ist das eben eine schlimme Sache. Man sollte die paar Leute, die sozial in den Parteien sind, natürlich kräftig unterstützen. Aber ansonsten muss man Druck von außen auf die Parteien ausüben und diese unsoziale Politik eben etwas dagegen zu unternehmen. Okay. Aktuellem Anlass, weil gerade auch jemand vorbeikam. Es gibt hier die Diskussion wegen des Schlosses oder des nachgeahmten Schlosses. Es ist ja kein Schloss, es ist ja nur die Schlossfassade. Wissen Sie ja, es ist ja ein Kaufhaus neu entstanden. Und wir haben ja jetzt genau 100 Jahre, 1918, also vor 100 Jahren, musste der Fürst abdanken. Das heißt, er hat das nicht freiwillig gemacht. Es gab die Novemberrevolution hier und Braunschweig war die erste Stadt, wo die Herrlichkeit, die Kaiser- und Fürstenherrlichkeit abdanken musste, noch früher als in Berlin der Kaiser. So, was hatten wir seinerzeit unter dem Kaiser, beziehungsweise hier unter dem Fürsten? Es gab keine Mädchenbildung, es gab keine Frauenbildung, es gab kein Wahlrecht, es gab kein allgemeines gleiches Wahlrecht, es gab keinen 8-Stunden-Tag, es gab keinerlei, oder es gab viele Einschränkungen von Rechten, von zum Beispiel auch jüdischen Mitbürgern. So, das müssen wir alles mit unterstellen, wenn wir jetzt die Diskussion haben, wollen wir nicht 1918, jetzt 100 Jahre weiter, 2018, ist es nicht an der Zeit, das insofern zu würdigen, dass dieser Platz dort vor dem Kaufhaus als Platz der Republik dort ernannt wird. Denn wir haben seither eine Republik, wir haben eine Demokratie, das ist eine Errungenschaft gewesen der Revolution vor 100 Jahren. Ja, und dazu gibt es sicherlich unterschiedliche Meinungen. Viele sagen, ja, aber das ist doch so schön, wenn das ein schönes Bauwerk. Ja, aber wir sollten uns klar machen, es ist ja mehr oder weniger so eine Art Disneyland, weil es ist ja nur eine vorgeblendete Fassade. Und man sollte schon, und das ist die Auffassung auch weitestgehend in den Bürgerinitiativen, dass man jetzt einen Schnitt machen sollte. Es gibt in den Gremien hier der Innenstadt, hat unser Vertreter der Bürgerinitiativen jetzt den Antrag gestellt, diesen Platz nun auch zum Jubiläum 100 Jahre seit der Novemberrevolution in Braunschweig umzubenennen in Platz der Republik. Wir haben natürlich weitere Themen. Wir haben auch das Thema Baumschutz hier ja sehr exponiert, denn wir wissen weltweit, es gibt immer weniger Bäume, es gibt immer schlechteres Klima. Wir haben die große Demonstrationen gehabt zum Hambacher Wald. Es konnte erstmal der Hambacher Wald aus der Schusslinie genommen werden, aus der Linie, dass er abgehackt wird. Und jetzt kommt es aber darauf an, sich klarzumachen. Wir sind die letzte Generation, das ist, glaube ich, ein Fazit aus der großen Demonstration. Wir hier, wir leben die letzte Generation, die den Klimawandel, die Änderung, eigentlich die Klimakatastrophe aufhalten kann und noch umdrehen kann. Wir sind die letzte Generation. Wenn wir weitere 30 Jahre warten, ist es für den Umkehrprozess ungleich schwieriger, wenngleich auch durch die Eigendynamik auch des Klimas fast nicht mehr möglich. Das sollte allen klar sein. Dazu haben wir auch in Braunschweig einiges
Missliches zu berichten. Der Ersatzwald, der damals vor 10 Jahren durch den Planfeststellung Queromer Wald auferlegt worden ist, gesetzlich, ist hier durch die Gremien der Stadt und durch die Flughafengesellschaft nicht ordentlich umgesetzt worden. Nicht umgesetzt worden. Wir haben hier die Bilder, 5 Jahre lang soll da ein Wald anwachsen und es ist eine Wüste, es ist eine Steppe, es ist weder 10 Bäume, 20 schon gar nicht, 1000 oder 44.000 Bäume, darum geht es. Damals, die sind dort verschwunden, die sind abgehackt worden für eine Erweiterung der Landebahn, die heute nun auch nun noch niemand braucht. Insofern besonders misslich, besonders schade, der Wald ist weg, keiner braucht es. Für die Stadt entstehen immense Kosten. Jetzt gibt es ein Gutachten, wo man sagt, wo nehmen wir denn jetzt das ganze Geld her, um die verlängerte Landebahn? Die muss verwaltet werden, die muss gestreut werden im Winter, die muss gesäubert werden. Die Stadt gibt jedes Jahr im Millionenbereich Zuschüsse, weil das sonst keiner, also VW hauptsächlich, nicht bezahlen möchte. So, also auch da haben wir zum Klimawandel einiges zu tun. Es kommt jetzt darauf an, dass schleunigst die Auflagen aus der Planfeststellung Ersatzwälder zu schaffen für den abgehackten Queromer Wald, dass das jetzt umgesetzt wird. Das ist eine Verpflichtung, auch die Kontrolle wahrzunehmen durch die Gremien der Stadt und der Flughafengesellschaft, dass da wirklich Wald dann auch hochwachsen kann. Natürlich ist da irgendwann wieder Wald, in 1000 Jahren bestimmt. Aber ich glaube nicht, dass das die Tendenz war, dieses Planfeststellungsbeschlusses, dass das auf 1000 Jahre ausgelegt war, sondern das sollte natürlich eigentlich eine Ersatzpflanzung für sofort jetzt beginnend sein. Soweit auch zu diesem Thema. Wir haben weitere Themen hier, unsere letzte Zeitung. Wir erlauben uns ab und zu das, was im Rathaus nicht so gerne preisgegeben wird, hier durch Akteneinsichten herauszufinden und berichten das in unserer Zeitung Unser Braunschweig. Sie können sie hier am Informationsstand bekommen. Wir geben die seit jetzt 2009 heraus. 21 Ausgaben haben wir schon herausgeben müssen. Wir machen uns das nicht leicht, aber wir wollen nicht abhängig sein davon, dass die Braunschweiger Zeitung oder andere das nun berichten. Da haben wir auch nicht immer nur positive Erfahrungen. Also machen wir das selber. Wir nehmen kein Blatt vor den Mund, wir schreiben das alles rein. Wir schreiben rein, wo wir es her haben. Es gibt keine einzige Gegendarstellung bisher, obwohl wir nicht zimperlich sind bei all dem, was wir aufdecken. Zum Beispiel auch jetzt gerade aktuell wieder die BOREC-Verträge, die kräftig dazu beitragen, dort eine Entwicklung zu haben, auch gerade bezüglich der Bäume, die eigentlich schädlich ist für die Stadt. Sehen Sie sich das an, hier am Informationsstand der Bürgerinitiativen, auch alte Ausgaben können Sie jederzeit hier weiterbekommen. Völlig werbefrei, nur Informationen in geballter Form. Ich danke Ihnen. So, ich wollte noch mal auf Veranstaltungen hinweisen. Am Donnerstag ist eine Veranstaltung Europas Grenzen und die Flüchtlingspolitik. Also die Flüchtlingspolitik ist ja eine ziemliche Katastrophe. Es kommen Flüchtlinge hier an, die werden einigermaßen gut behandelt, aber davor sterben eben viele Flüchtlinge auf dem Mittelmeer und es sterben viele Leute, viele Flüchtlinge in der Sahara und sie sterben und es leiden viele Flüchtlinge in den Flüchtlingslagern an den Grenzen Afrikas. Also das sind ziemliche Schweinereien. Europas Grenzen und die Flüchtlingspolitik, da könnt ihr sich hier gerne Flyer abholen. Wir haben, das ist am Donnerstagabend 19 Uhr in der Volkshochschule. Und die andere Geschichte, am Montag in 8 Tagen oder 9 Tagen ist die Sehnsucht nach dem Frühling. Eine Geschichte, eine Theatergeschichte über eine syrische Familie, in der sozusagen die ganzen Widersprüche oder viele von den Widersprüchen in Syrien dargestellt werden, die eben, wo die Kämpfe sozusagen zwischen den unterschiedlichen Fraktionen toben. Und die Fraktionen, aber die haben durchaus etwas mit uns zu tun, weil wir ja in Syrien auch mitmachen. Wir sind ja auch mit ein Teil der Kriegsmaschine gegen Syrien. Wir verhalten uns auch völkerrechtswidrig in dieser Sache. Okay, also das sind die beiden Geschichten und ein Flyer in eigener Sache. Heute wieder Samstagsumgebung, wo wir einige grundsätzliche Sachen
darauf hinweisen, die geachtet werden sollten. Okay. Gut, danke. Ich wollte gerade was anderes, wollte auf etliche Sauen, die durchs Dorf getrieben werden, wo es um Finanzierung und Verschwendung von Geld geht. Aber ich habe gerade im Internet gesehen, der IWF warnt, die Panik ist nicht mehr fern. Der IWF, der Internationale Währungsfonds, ist eine Organisation, die zur UN gehört und die vergibt Kredite an Staaten vornehmlich, die gefährdet sind. Der Vorsitzende vom IWF ist immer ein Europäer von der Weltbank, das ist ein Amerikaner. Und die ganze Praxis läuft dann so, dass an verschuldete Länder Kredite gegeben werden, die natürlich bedient werden müssen. Dann können die entsprechenden Länder müssen die Schulden zurückzahlen und sind zum Export von Leistungen gezwungen und da wird auch die Wirtschaft entsprechend gefördert, während die für den Inland zuständigen im Grunde genommen gar nicht so zum Zuge kommen, sodass sich die prekären Verhältnisse im Inland nicht ändern und das Ganze auf ein Gewinnstreben für die Kreditgeber abzielt. Das ist natürlich ein Verfahren, was, wenn es so weiterläuft, so wie ein Schneeballsystem läuft, und dann sind die Kredite von IWF nicht tauglich, um die Schuldensituation von diesen armen Drittländern zu bewältigen. Dass das so ist, das sieht man auch am Beispiel von Griechenland, aber das ist noch ein anderes Thema. Bis dann. Und zwar geht es um Kindergeld für ausländische Kinder. Das sind insgesamt jetzt 660.000 und davon leben außerhalb der EU 66.000. Ein Riesenbetrag, die bekommen natürlich auch Kindergeld. Und zwar insgesamt 1,5 Milliarden circa pro Jahr und 0,15 Milliarden, also 150 Millionen. Kriegen die außerhalb Deutschlands wohnenden Kinder und das hört sich erstmal richtig viel an. Aber wir wollen es mal in Relation setzen zu anderen Ausgaben. Wenn ich jetzt mein Bandmaß hier vorhole und ich sage, 1 Milliarde sind 10 Zentimeter, dann würden 15 Zentimeter die gesamten Ausgaben sein für ausländische Kinder und 1,5 Zentimeter sind dann die Probleme, die hier hervorgeholt werden, dass es da kriminelle Machenschaften gibt. Jetzt will ich mal die Ausgaben von unserem Militär darstellen. Ich habe aber nur 2 Meter Bandmaß. So, jetzt habe ich es mal ausgezogen. Das sind 2 Meter. Wir erinnern uns an die 1,5 Zentimeter. Das wären also 20 Milliarden. Wenn ich jetzt auf 40 Milliarden gehe, dann müsste ich halt bis hierher zurücklaufen, um die Strecke darstellen zu können. Und da kommen noch ungefähr 50 Zentimeter zu und dann haben wir die Militärausgaben, die dieses Jahr laufen werden. Und das ist gegenüber den anderen Sachen, die hier normalerweise im Land finanziert werden, doch relativ viel. Wenn ich gucke, 33 Zentimeter, das wäre ungefähr das. Moment, nee, falsch. Nicht eine Größe. 3,3 Zentimeter. Das ist die Hilfe für Dürreschäden, die unsere Landwirtschaft kommt. Nur mal so zum Vergleich. Ne? Und die hohen Ausgaben, die beruhen natürlich auf Trump seiner Forderung und diesen 2%, die Rüstungsausgaben zum BIP ausmachen sollen. Und das sind überzogene Ausgabenforderungen und allein durch die Mitgliedschaft in der NATO verbunden. Oder mit der Mitgliedschaft in der NATO verbunden. Also kommen wir wieder zu dem Ergebnis, die OECD reicht aus und wir können damit eine ganze Menge Geld sparen, die wir auch hier ins Soziale stecken können. Danke.
Hallo, liebe Leute, bitte aufwachen. Am Dienstag, den 22. Oktober, findet in der Brunswiga eine sehr wichtige Theateraufführung statt. In der Montag, den 22. Entschuldigung, aber dieses Datum müsst ihr euch wirklich merken. Nur leider hört mir keiner zu. Das ist verdammt ärgerlich, weil das Theaterstück geht um eine syrische Familie. Und diese syrische Familie, die am Anfang des Stückes Freunde waren, untereinander, so wie ihr es aus der Vergangenheit her kennt, ist jetzt nach 2011, also nach 7 Jahren, verfeindet. Und nicht verfeindet, weil sie nicht wissen, wie sie miteinander umgehen sollen, sondern verfeindet, weil von außen, also fremden Truppen in Syrien zum Teil einmarschiert, dort bombardieren etc. Und Deutschland ist daran sehr interessiert beteiligt, indem es Waffen liefert. Waffen, damit immer mehr Menschen immer mehr sterben müssen oder aber verkrüppelt werden oder aber krank werden. Ich finde es schon sinnig, wenn man auch an einem Samstagmittag sich Gedanken um die Welt macht und nicht so tut, als müsste man das nächste Schwein erst noch braten oder was weiß ich. Also ich fände es gut, wenn Sie wirklich dorthin gehen würden. Okay, vielleicht treffen wir uns am 22. in der Brunswiga, 19.30 Uhr. Ja, zur Abmoderation. Also wer noch sich Informationen hier besorgen will, gerade aktuell in der Neuen Zeitung, sei es zur Frage Roselis, dort ein Sonderblatt. Wir haben jetzt eine Partnerschaft von unten her geschaffen über die Initiativen mit der kleinen Gemeinde Roselis in Belgien, die im Ersten Weltkrieg von herzöglichen Truppen heimgesucht wurde, wo es Kriegsverbrechen gab. Dort wurden die Hände ausgestreckt, sie wurden ergriffen. Es gab einen größeren Staatsakt in Belgien. Das haben wir in der Zeitung, also auch in der Beilage, dargestellt. Es waren französische Regierungsvertreter, belgische Regierungsvertreter, der deutsche Botschafter in Brüssel, aus Braunschweig Bürgermeisterin Ibe und als eigene Delegation, wie in den letzten 4 Jahren auch schon, die Bürgerinitiativen Braunschweig. Wir waren mit 9 Leuten diesmal vertreten. Das ist sehr wichtig, weil es kommt darauf an, das, was gewesen ist, anzuerkennen. Es ist schlimm genug, wenn Leute getötet wurden. Aber es ist noch schlimmer, wenn sie dann in der Nachfolge auch noch tot geschwiegen werden. Das darf nicht sein. Man darf die Opfer nicht ein zweites Mal töten. Und dafür sorgen auch die Bürgerinitiativen. Ansonsten hier Informationen zu Nuklearbetrieben, zu Atom, Asse und Schacht Konrad, Eckert und Ziegler, zum Baumschutz, zu verschiedenen Initiativen, die hier von unten entstanden sind. Freibad Waggum, ein Erfolgskonzept, gerade in diesem Jahr natürlich sehr gut nachgefragt. Wir haben Kindergarteninitiativen. Kaum jemand weiß, dass Elterninitiativen mittlerweile genauso viel Kindergärten betreiben wie die Stadt selber. Das ist dann ein Zeichen, das Engagement nimmt zu. Das ist gut so. Wir haben wieder auch eine Reihe von jüngeren Menschen, die für ihre Ziele auf die Straße gehen, sei es die große Demonstration vor 4 Wochen zur Seebrücke, zur Seerettung im Mittelmeer von Flüchtlingen mit einer großen Demonstration hier. Denn das kann kein Verbrechen sein, Menschen vor dem Ertrinken zu retten. Und wir haben die großen Demonstrationen gehabt im Hambacher Wald, die jetzt zu einem gewissen Erfolg geführt haben. Da müssen wir nachsetzen. Es geht um Klima, es geht um Klimaschutz. Wir haben Themen wie Privatisierung, Antiprivatisierung. Also, die Palette ist sehr breit und wir haben das
große Glück, dass wir inzwischen hier ein Netzwerk aufgebaut haben, dass wir sowohl im Rat der Stadt vertreten sind. Sie sehen das hier in unserem großen Transparent, die Bürgerinitiativen im Rat. Wir bringen dort die Impulse ein und wir geben das Gleiche, das dann auch nochmal über die Zeitung raus, was da rausgekommen ist, und können dadurch auch nochmal über Presserecht einiges in dieser Stadt mitgestalten. Also, wer irgendein Anliegen hat, hat die Möglichkeit, sich anzuschließen und sich mit uns zu verbinden, zu vernetzen. Wir geben gerne Unterstützung. Das Ganze völlig werbefrei, ohne Kommerz und alles auf privater Basis. Es gibt schlechtere Hobbys. So, das war's dann für heute. Wir machen dann für heute mit der Kundgebung hier Schluss. Ich danke Ihnen, bis zum nächsten Mal.